In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Guten Morgen, ihr Lieben. Unser Kinderwagen für Lia ist da. Wir haben jetzt schon einen Teil rausgeholt. Oh, der wird das jetzt zusammenbauen. Hier ist der Maxi-Cosi. Da ist die Schale. Hier ist die Wickeltasche und so. Aber das zeigen wir euch alles beim Aufbauen. Ja, ja. Was denn? Ja, warte, wir bauen das erstmal auf, ja? Auf, Papa. Ja, warte. Unser Kinderwagen ist übrigens das Vita Unique und hier ist auch eine Anleitung mit dabei. Genau. Ach Schatz, hier steht alles drin, wie man das aufbauen muss. Und wie das zugeht, wie das hochgeht. Richtig schön. Wir haben uns übrigens für die Farbe Grau entschieden. Die ist so gepunktet. Und das ist alles abwaschbar, also man kann das hier aufziehen. Und abwaschen, wenn da mal was gekleckert wird oder so. Hast du die Reifen gebracht? Das sind Luftreifen. Sieht stabil aus. Was denn, Anneta? Doch, das dreht sich, Schatz. Ja? Ja, guck. Papa, nein! Mia! Mia, da! Da! Krass, Herr. Richtig geil, echt. Guck mal, das hat sogar so einen Schutz hier. Also ist nicht nur das. Und das ist total weich. Ja, aber kann man auch waschen, ne? Mhm. Ja, kann man alles waschen. Kann man das machen und waschen, wenn das trägt. Das auch. Hier. Kannst du alles waschen. So, das ist jetzt der Kinderwagen, den kann man bis hier vorne zuziehen. So, wo kommt die Oblina rein? Nina macht den Test. Und wie ist der zu fahren? Warum ist der so unten? Kannst du hoch machen. Guck mal. Und wo viel ist das? Warte, warte, nicht, dass das, nicht, dass das zuklappst. Das arme Kind. Warte, wofür ist das? Das zum Zuklappen. Nein. Doch. Lina! Bett haben wir bekommen, Lina musste direkt rein. Kinderwagen testet sie jetzt auch für uns. Genau. Und ist es gemütlich? Aber die Wanne ist unnormal groß, ne? Also, das kann lange drin liegen. Das ist bestimmt richtig gemütlich. Stell dir vor, das Baby ist nicht mal wie die Hälfte groß. Warte. Ah, mein Fuß. Entschuldigung. Ein Porsche. Krass. Wenn du die Treppen runter gehst. Das arme Kind. Nina, aber man muss den Härtetest machen. So, das ist das Maxi-Cosi, was man auch fürs Auto benutzen kann, natürlich. Das ist auch geprüft und getestet. Und das ist echt sehr, sehr gut gepolstert. Mit so einem Schutz. Richtig schön. So, wir haben jetzt den Maxi-Cosi dran gemacht. So, und das ist für vorne. Das
ist aber gut, ne? Da musst du keine Decke mitnehmen. Ne? Ja, aber Decke, ich finde Decke ist besser, oder? Ne, ich finde das reicht aus. Zu warm ist auch nicht gut. Aber ich meine, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also. Die Decke braucht man echt nicht, ja? Ist auch schon ein bisschen dick. Ja. Warte, Schatz. Ja, perfekt. Und hier ist auch so eine Windschutz nochmal. Die Leute werden denken, das ist unsere Bank. Lia ist schon da. Ja. Das mache ich auch. Der ist aber echt sehr, sehr leicht zu fahren, ja. Ne? Und was ich euch noch zeigen wollte an Zubehör. Lia ist ja ein Winterkind, da haben wir so einen Handmuff dabei, das zeige ich euch kurz. Also das müsst ihr einfach nur hier dran machen. Und dann habt ihr hier auch so einen Windschutz. Dann haben wir hier so einen Handmuff, den zeige ich euch jetzt auch. Ich wollte sowas schon immer haben, auch schon bei Lina, aber ich habe nie eins gefunden. Den macht man einfach hier dran. Den gibt es auch in zwei verschiedenen Farben. Krass, an was die gedacht haben, ja? Mhm. Richtig geil, ne? Geil, echt. So, das ist die Wickeltasche, die ist auch dabei. Dann haben wir hier so ein Moskitonetz dabei und ein Regenverdeck. Also ihr braucht wirklich nichts mehr dazu zu kaufen. Und hier ist noch das, was Lina an der Hand hat. Moment. Das kommt auf das... Was, warum soll ich das jetzt aufmachen? Nee, jetzt das nicht. Das ist ein Decker und ein Kissen, oder? Ja. Das ist halt für das Kinderwagen. Dann kann man das in die Schale reinlegen. Und das macht man halt so dran. Und dann hast du warme Hände im Winter. Total die gute Idee. Ja. Das ist der Sportaufsatz. Hier ist dann nochmal so eine Kuscheldecke. So, jetzt haben wir den Sportaufsatz dran gemacht. Und hier war noch so eine Kuscheldecke dabei, voll schön. Ne, Lina, ist die schön kuschelig? Ja, ne? Lina macht direkt den Test. Also sie könnte den jetzt auch noch benutzen. Ne? Lina könnte den auch noch benutzen. Und den kann man dann so hinlegen. Jetzt kannst du schlafen. Gute Nacht. Mann, sie ist so groß. Schön? Gefällt das dir? Willst du deinen Mittagsschlaf da drin machen? Dann machen wir eine Runde, ja? So, Lina gefällt es dir jetzt richtig gut drinnen. Übrigens kann man die Wickeltasche hier dran machen, dann hängt das nicht unten. Bei unserem Alten war das zum Beispiel so, das hat voll genervt. Ja, Lina liegt jetzt auf jeden Fall hier drin. Aude packt jetzt wieder alles ein bis zur Geburt. Wir werden sowieso erstmal nur hier den Maxi-Cosi benutzen und die Babyschale. Und so lange stellen wir das dann ins Schlafzimmer, neben das Babybett. Lina, willst du langsam aufstehen? Nein. Willst du da drin schlafen? Lina, gefällt's dir richtig gut. Ja, und das ist total gemütlich. Also sowas kann ich echt jeder Mama nur empfehlen, die ein Winterbaby erwartet. Sehr, sehr schön. So, wir kochen jetzt. Also der Herr kocht. Ich koche jetzt, nicht du. Und was ist der Unterschied, wenn du kochst oder wenn ich koche? Das ist ein großer Unterschied. Aber der hat echt lange nicht mehr gekocht, ne? Letzte Woche. Was? Jum-Jum. Das andere, wie heißt das? Da kannst du mal ein bisschen berühren, bitte. Berühren? Umrühren, Mann. Umrühren. Warte, was hast du letzte Woche gekocht? Das will ich jetzt gerne wissen. Guck mal, deine Videos, keine Ahnung, ich erinnere mich. Holla, du hast nichts gekocht. Auf jeden Fall irgendwas gekocht. Naja, auf jeden Fall ist hier Fleisch, weil bei uns gibt es heute Bamia.
Ich habe Reis rausgeholt schon. Und hier haben wir ganz viel Knoblauch, Zwiebelchen. Und natürlich meine Bamie, es schmeckt 1A. Ne? 1A. Nicht 1 und A. Nein, 1 und A ist doch diese Werbung. Naja, küss. Lebe meine Deutsch. Merk mal. Was hast du gekocht? Ich will jetzt wissen, was du gekocht hast. Keine Ahnung. Zeig mal. Walla, du hast nicht gekocht. Doch. Du hast irgendwie geschrieben, Auder wieder am Start. Achso, hab ich geschrieben, Auder kocht? Dann gucken wir mal. Das war aber niemals letzte Woche. Hier, Auder kocht vor 2 Wochen. Und das Video habe ich bestimmt später bearbeitet. Ach so, weißt du, was das war? Oh. Nudeln mit Hackfleisch. Erinnerst du dich noch? Ja. Ja, das ist 3 Wochen her, Lan. Sag dir letzte Woche. Ja, du hast seit 3 Wochen nicht mehr gekocht. Tschüss. Ich koche jeden Tag und das sieht man jeden Tag in den Videos. Oder auf Instagram. So, waschen ist deine Abteilung. Geh mal bitte. Schatz, diese Löwen, guck mal. Das ist doch kein Löwen. Hat die irgendeine Behinderung oder so? Ich schmeiß das. Nein! Schatz, guck mal, wie behindert dieser Löwen ist. Ich komm damit klar. Wenn du nicht damit klarkommst, dann benutze ein anderes. Hast du gerade benutzt? Ja. Egal, lass das da. Ich benutze es für Reis. So, jetzt geht's weiter. Was machst du als nächstes? Zwiebeln. Knoblauch. Bami. Nein, dann Bami. Und danach am Ende kommt Hähnchenfleisch rein. Öl. Okay, was war das zum Schluss? Kennst du diese Leute, die so ein ganz bisschen Shot-Dings benutzen? Öl? Ja, nee, die wollen nicht fett werden, weißt du? Also Hauptsache vor Kamera, die tun ganz wenig Öl rein. Aber danach. Und sobald die Kamera ausgemacht haben, tu rein. Ja, Mann. So. Damit das natürlich besser schmeckt, tun wir ein bisschen Zitronensaft rein. Bisschen, ne? Bisschen. Also ich tue. Oh, der liebt Zitrone. Was hörst du da? Kurdische Liebe. Meine Musik hast du ausgemacht? Das war's doch mal. Einmal den Test machen, ne? Übrigens gehen wir heute zu Linas Freundin. Wir wollten eigentlich matschen gehen, aber... Willst du gleich bei mir essen? Lena, ich hab Hunger, aber ich hab keinen Kraft dabei. So. Oh, der liebt übrigens Zwiebeln, wenn die so dick sind. Ne? Mhm. Und die werden sowieso gleich klein werden, weißt du? Salsa. Tun wir natürlich ganz bisschen rein. Aber erst natürlich, wenn die Zwiebeln durch sind, ne? Mhm. Sollen wir vielleicht einen Kochkanal aufmachen? Wo steckst du das in meine Nase rein, ja? Was kannst du dafür, wenn deine Nase so groß ist? Ja. Ja. Mama, husten. Tsch.
Zebra habe ich ja. Sag das Mama. Nein, das hat schon jeder im Mund. Wie hört sich das an, Mann? Warte mal, warum musst du jetzt pervers denken? Ich nicht, aber deine ja. Zuschauer. Nein, die denken nicht pervers, hoffentlich. Oder Leute? Wer hat gerade pervers gedacht? So, jetzt kommt... Natürlich alle, aber die werden nicht zugeben. Vielleicht, wenn du das nicht Schatz, gesagt hättest... Schatz, du sollst sie aufnehmen, nicht meine Nase lang. Warum schämst du dich? Nein, warum soll ich mich schämen? Sollen wir eine Kooperation für dich klären, damit du deine Nase machen lassen kannst? Nee, danke. Oh Mann. Gott wollte, dass ich so aussehe, also... Deswegen Operationen und so, das sind nur sich zu verarschen. Jetzt die Tomätchen. Wie viele Tomaten waren das? 3,5, ne? 3,5. Nein, nicht mehr der. Hast du Hunger? Nein, nein, ich geb dir gar nichts mehr. Gleich essen wir alles zusammen, Lina. Nein, mach Kühlschrank für Baba. Adi, Bakalam. Möhre, nein, gleich. Back Mama, bitte noch eine halbe Stunde. So, jetzt haben wir den Rest vergessen. Unser Bamia ist eigentlich schon drin. Also Audrey hat noch Bamia dazu gegeben zu den Tomaten. Wasser und das Fleisch. Was hast du für Gewürze reingemacht? Salz? Ich habe nur Salz und Zitronensaft. Salz und Zitronensaft. Und hier ist mein Reis. Lena deckt den Tisch und dann essen wir gleich. So, Bamia ist fertig. Halleluja. Esse euch jetzt alle. Naja, Lena schmeckt es auf jeden Fall. Die hat gerade Fleisch probiert und wollte direkt ein zweites Stück. Und der Reis ist hier. Darum sagen das ist das Tuch von Lenas Küche. Ja, das ist zu heiß. Maschallah. Das ist natürlich für mich. Maschallah. Nein, für mich war nicht. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gestern nicht mehr weiter aufgenommen. Wir haben nämlich, wir waren bei Freunden zu Besuch und genau, dann sind wir nach Hause gekommen und haben nur noch gechillt. Ja, jetzt musste ich die komplette Wohnung tiptop machen. Ich war die letzten Tage nur mit Lias Sachen beschäftigt und habe die Wohnung natürlich vernachlässigt. Ich habe jetzt die erste Wäsche angeschmissen. Jetzt muss ich die Küche tiptop machen, danach das Wohnzimmer. Audrey ist heute auch ein bisschen länger zu Hause. Und dann haben wir einen Termin und dann sind wir wieder zu Hause. Also er muss erst um 21 Uhr weg, deswegen hilft ihr mir auf jeden Fall beim Saubermachen. Und mir ging es gestern Abend auch nicht gut, also ich hatte total den harten Bauch und ja, es hat voll gezogen auf jeden Fall am Bauch. Ist aber nichts Schlimmes, also ist wieder weg. Ja, ich lade jetzt die Kamera auf, weil ich habe kaum Akku und dann räume ich erstmal die Küche auf. So ihr Lieben, wir hatten gerade unseren Termin, wir sind gerade nach Hause gekommen. Willst du es essen? Ja! Und du musst näher mit her. Ich wollte euch mal meine Bestellung von Amazon zeigen. Und zwar habe ich ein paar Klamotten bestellen dürfen. Als erstes ganz unspektakulär ein BH. Und zwar der hier. Ich verlinke euch alle Sachen unten in der Infobox. Das ist jetzt Größe steht hier nicht drauf. Also hier steht US 38C. Achso, 85D. Einmal das, dann einmal dieses olivgrüne Oberteil. Das ist jetzt Größe. Eine Abziehbett. Ja? Ja, Abziehbett. M. Ich finde aber, das fällt aus wie eine S. Ja, einmal das. Das könnte man natürlich erst nach der Geburt anziehen.
Dann diese Jacke, die gefällt meiner Mama ganz gut. Ich glaube, ich gebe ihr das. Das ist Größe S. Einfach so eine, sowas wie ein Blazer eigentlich. Ich finde den auch ganz schön. Der sieht so aus von hinten und der hat hier auch noch so eine Schnur. Einmal das. Dann habe ich eine Regenjacke bestellt, die ist aber leider zu groß. Also ich hätte da ganz normal meine Größe bestellen sollen. Das ist jetzt M und die ist viel zu groß, wirklich viel zu groß. Also jetzt mit dem Babybauch ist die noch zu groß. Also ich hätte das in SXS bestellen sollen, aber die ist super. Vom Stoff her ist die wirklich top. Meiner Mutter hat die auch gefallen, aber wenn ich da nicht reinpasse, also wenn ich da doppelt reinpasse, dann drücken meine Mutter das Vierfache. Dann habe ich hier noch ein Oberteil, das ist auch Größe M. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich alles in M bestellt habe. Das ist auch zu groß. Einmal das hier. Aber man kann das auch verschenken, finde ich. Dann haben wir noch einen Blazer. Huch, jetzt ist eins runtergefallen. Ne, das ist kein Blazer, das ist ein Kleid. Und Leute, das sieht so schön aus mit dem Babybauch. Ich hatte das letztens an. Das ist M. Und das passt auch nur mit dem Babybauch. Also wenn der Babybauch nicht da, hätte ich erst bestellen müssen. Dann haben wir hier noch einen Blazer. Das ist so ein dickerer Stoff. Das ist auch Größe M. Ja. Ganz normal schöner Blazer in Schwarz. Ich habe auch noch keinen schwarzen Blazer. Dann für Lina zwei Kleider. Das ist jetzt 110. Ist auch noch zu groß. Ja. Sie hat aber noch eins davon. Ich weiß jetzt aber nicht, wo das ist. Das nehme ich letztens an. Und einmal so ein Pullover-Kleid. Also das ist auf jeden Fall ein Pullover-Kleid. Das kann man mit einer Leggings oder einer Strumpfhose ganz schön anziehen. Und das ist auch Größe M bestimmt, ne? Ich bestelle alles in M. Ja, das ist auch M. Nichts Neues. Ja, das war es auch. Ich helfe dir jetzt, genau. Oh, der ist jetzt weg. Und ich misste ein paar Sachen aus. Weihnachtsdeko und so. Mal schauen. Mhm. Ich wollte eigentlich in den Keller, aber ich glaube, ich habe gar keinen Kellerschlüssel. Ich muss mal gucken, wo mein Kellerschlüssel ist. Ich glaube, nur Audra. Oh Mann, nur Audra hat den Kellerschlüssel, ich nicht. Deswegen wird das wohl nichts. Ja, sonst gibt es auch nichts Besonderes. Ja. Wie gesagt, ich misste aus und gucke, was wir nicht brauchen. Lina Sachen kann ich halt nicht ausmisten, weil Lina das dann später tragen kann. Aber sonst so meine Sachen, die ich nicht anziehe und anziehen werde, misste ich einmal aus, weil warum soll ich zu viel im Schrank haben? Werde ich auf jeden Fall auch verkaufen. Aber ich kann das jetzt nicht aufs Bett tun, weil das natürlich verstaubt ist, ne? Und die eine Seite. Und zwar, wie kann ich das zeigen? Das wurde noch nie benutzt. Lina, geh mal bitte da weg. Das ist aus der Türkei gebracht worden. So, wie kann ich das aufmachen? Und zwar ist das so ein Bezug, man sieht auch, dass das neu ist, für das Kinderbett. Also mit Kissen und hier macht man dann Gold dran, das kennen bestimmt einige von euch. Das ist einfach in Weiß. Richtig schön, aber das passt jetzt natürlich nicht auf Leas Bett. Das passt halt auf diese Standardbetten. Genau. Das werde ich auf jeden Fall auch verkaufen, weil das liegt einfach nur rum und das ist viel zu schade. Was denn, Schatz? Ja, ich habe das nicht. Also, ich habe das nur einmal aufgemacht, um reinzuschauen, als meine Mama uns das geschenkt hat. Und jetzt will ich das natürlich verkaufen. So, ihr Lieben, wir waren gerade einkaufen. Ich wollte euch kurz den Einkauf zeigen. Momentos. Oh, Scheiße, Mathe. Oh. So. Und zwar waren wir bei Kaufland. Wir wollten eigentlich nur Kaffee und Säfte kaufen, aber es wurde ein bisschen mehr. Einmal
Klopapier, das haben wir aber auch gebraucht. Dann haben wir einmal Chips mit Paprika. Baba Jojo! Ja, Baba Jojo. Dann haben wir einmal Chips ganz normal. Dann haben wir für eure Kaffee. Dann haben wir einmal diese Mini-Schnecken. Mini-Amerikaner. Die schmecken übrigens super lecker für zwischendurch. Nicht voll gut. Dann einmal Toast. Knoblauch. Das ist schwer, ne? Für Lina haben wir mal wieder so Orangenjuice mitgenommen. Dann zwei Fix-Tüten für Kartoffelbratan. Kartoffeln. Dann nochmal Chips, Knuspermause mit Salz. Dann haben wir einmal hier von Granini Mango Maracuja. Orangensaft mit Fruchtfleisch. Ich finde, die Orangensäfte von Granini schmecken einfach am besten. Nochmal und Öl. Und dann haben die einen neuen Stand vor Kaufland auf. Die verkaufen da Köftedürüm und so. Super lecker. Also ich habe einen Toast gegessen. Und Arde hat einen Köftedürüm gegessen. Lina, möchtest du das hier reintun? Babas Kaffee? Ja. Was schmeckt dir das auch? Ja, sonst gibt's auch nichts. Ich sag immer, sonst gibt's auch nichts. Es passiert halt nicht viel bei uns. Wenn man nur ein Kind hat, hätte ich jetzt 5, 6 Kinder, würde unser Alltag natürlich anders aussehen. Spannender. Aber ich kann halt nur das filmen, was passiert. Und Schauspieler ist nichts für mich. Ja, ich räume jetzt alles ein. Ich wollte eigentlich heute live gehen und die Sachen verkaufen. Aber das Problem ist, Lina hat ihr Mittagsschlaf heute gemacht, komischerweise. Mein Glück. Ja, Schatz, ist Müll. Und jetzt kann ich natürlich nicht live gehen, weil sie wird natürlich nicht um 8 einschlafen, sondern um 9. Und wir haben ja schon 8 Uhr. Und sie ist total fit. Langsam an den. Willst du einladen? Lina! Ja, hast du Glück gehabt, ne? Mama hat dich aufgefangen. Geh runter jetzt. Du kannst doch nicht da klettern. So, da habe ich mich erschrocken. Wolltest du dein Ei dann haben? Nein, nee. Nein? Okay. Nein. Ja, ich räume jetzt auf jeden Fall alles ein. Auch der ist mit seinen Freunden draußen. Also der ist gerade erst gefahren. Eistee? Wir haben keinen Eistee. Außerdem darfst du auch keinen Eistee trinken. Das ist viel zu süß für dich.